läuft. Jawohl. Hallo, liebe Menschen! Im Jungs von NFL! Kommt ein bisschen näher, wir haben eine Theatervorführung für euch dabei. Kommt euch da vorne noch her. Interessiert uns unter den Rock? Unter meinem Rock? Ja, genau. Ich habe jetzt die Unterhose der ganzen Woche. Aufnahme läuft, jawohl. Franzi, hör dich mal die Glocke! Hallo, liebe Menschen! Im Jungs von NFL! Kommt ein bisschen näher, wir haben eine Theatervorführung für euch dabei. Kommt euch da vorne noch her. Interessiert uns unter den Rock? Unter meinem Rock? Ja, genau. Ich habe jetzt die Unterhose der ganzen Woche. Uschi! Kommt euch hin! Braucht nicht mal hin! Nein, super! Könnt ihr mich alle hören? Wir sind die Straßenbande aus Regensburg. Wir haben ein Stück für euch mitgebracht mit dem Titel Es brennt. Schnauze! Sehr guter Einsatz. Ich lese euch kurz vor, was es geht, und dann fangen wir an schon. Wir beginnen im Jahr 2081. Die Erde ist fast vollständig zerstört worden. Viele Menschen vegetieren Jahr für Jahr vor sich hin. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Trotz all diesen widrigen Umständen hat es die oberste Gesellschaftsschicht geschafft, die BürgerInnen in vielen Ländern kurz zu halten. Mit billigen Versprechen, kleinen Geschenken und regelmäßigen Wahlen wird weiterhin das System Kapitalismus am Leben erhalten. Die letzten natürlichen Ressourcen sind in den Händen der wenigen vermögenden und besitzenden Menschen. Trotz Mangel an Bildung und auf fehlenden Zugängen zu Informationen und öffentlicher Ordnung ist es ein paar Menschen gelungen, einigermaßen sinnvoll zu leben. Seht und hört nun eine kleine Darbietung, wie es einer Gruppe von Menschen gelingen konnte, aus dem System auszubrechen. Viel Spaß! Wärst du froh, wenn du nur deine hättest? Ich habe zwei Kinder, eine kaputte Hütte mit kaputtem Dach. Essen und Wasser gibt's nur sporadisch. Selbst wenn es Wasser oder Essen gäbe, ich kann es ja von meiner Rente gar nicht leisten. Ich würde ja mein Essen hergeben für eine ordentliche Schulbildung. Aber für Bildung braucht ihr mittlerweile schon Gold zum Bezahlen. Ohne Aufträge bleibt auch mein Bauch leer. Ich hoffe doch, dass sich bald mal was ändert. So kann es doch nicht weitergehen. Ich habe vor 4 Jahren schon gesagt, mit dem Blauen, ja, da wird es einfach nichts. Auf Blau! Ich weiß mir gerade keiner, was du mir erwähnt hast. Warte mal, die Grünen bringen es. Hört mich an! BewohnerInnen von Burglengfeld. Ich weiß. Es sind schwierige Zeiten. Die letzten 4 Jahre stecken für uns alle voll von Entbehrungen. Aber auch voll Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten, werden wir Licht am Horizont sehen. Nun ist es wieder soweit. Und ihr stimmt über das Schicksal unseres Landes ab. Es liegt in eurer Hand. Euer Kreuz entscheidet, wohin wir gehen.
Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch enttäuscht sind von dem, was die VertreterInnen versprochen, aber nicht eingehalten haben. Doch lasst mich euch sagen, alles wird besser. Keinem Menschen soll es mehr schlechter gehen. Ich bin schon seit Jahren auf den Straßen und ihr wollt mir erzählen, es wird besser. Wann bekomme ich meine Hütte, ha? Seid es nicht ihr, die verantwortlich für die Obdachlosen sind? Ha? Erfrieren lasst ihr uns hier draußen. Wohnbauoffensiven sind gestartet worden. Ach. Habt ihr das schon vergessen? Und auch Notplätze wurden dem Bedarf angepasst, soweit unsere Schätzungen das ergaben. Ja, Wohnraum für jeden? Zu welchem Preis? Mir fällt meine Hütte auf den Kopf. Soll ich mich für eine neue bis an mein Lebensende verschulden? Kein Mensch muss sich verschulden. Es wurden auch Arbeitsplätze für alle geschaffen. Wer fleißig ist, der hat auch ein Einkommen. Arbeitsplätze? Sklavenmärkte sind es. Für hungernde Schuften. Nicht zu wenig Geld in die Rentenkasse. Ja, Hunger. Kein Mensch muss hungern. Wir haben starke HandelspartnerInnen. Unsere Lebensmittel waren nie so billig wie in diesem Moment. Seid lieber froh, hier leben zu dürfen. Ja klar, euer ach so billig gehaltenes Essen sorgt doch genau dafür, dass es so vielen Menschen auf der Welt schlechter geht. Du hast doch keine Ahnung von Politik. Pass du mal besser in deiner Schule auf. Dann das, was an den Schulen gelernt wird, ist zum Großteil unbrauchbar. Unnütz. Da bleibt es das Gleiche, wenn ich nicht zur Schule gehe. Was ist? Was ist nur los mit euch? Habt ihr die VertreterInnen nicht gehört? Alles wird sich zum Guten wenden. Ihr müsst uns nur noch einmal euer Vertrauen schenken. Hört sich einer hin an. Das Vertrauen. Ich irgendwas verändern will. Schweiz! Nun, was sind eure Anliegen? Du hast eine kaputte Hütte. Andere haben gar keine. Es könnte dir viel schlechter gehen. Und du? Na, du wirst einen Taler mehr im Monat bekommen. Dann kannst du dir wieder richtig dick die Butter auf dein Brot schmieren. Und du? Steh auf und geh arbeiten. Der große Arbeitsverteiler wird schon was für dich finden. Und für dich, Kind, versprechen wir neue Reformen in der Bildung. Die besten VertreterInnen des Landes haben sich angenommen. Und SponsorInnen haben das nötige Geld dafür zugesagt. Nicht mehr lange und du wirst viele neue Dinge lernen können. Und auch du darfst hoffen. Neue Hütten werden gebaut. Da brauchen wir dein Handwerk. Aber achte auf eine vernünftige Preisbildung. Sonst bist du raus. Na ja, okay. Ich meine, zum Glück habe ich noch eine Hütte. Und neue sollen ja gebaut werden. Mei. Wenn nur ein bisschen mehr hängen bleiben könnte. Naja, der eine oder andere Auftrag, der wäre jetzt aber wieder nicht schlecht. Ja, wenn es wirklich noch Arbeitsplätze gäbe. Dach über dem Kopf. Ach. Wird doch eh nichts mit der Schulreform, anstatt uns mal zu fragen, was wir ist? Wollen. Wollt ihr nun Veränderungen? Oder wollt ihr weiter die Dummen, die Armen und die Arbeitslosen bleiben? Hier? Nur ein Kreuz an der richtigen Stelle und alles wird besser. Wow! Was ist nur los mit euch? Vor 4 Jahren standet ihr an selber Stelle und dieselben Probleme hattet ihr. Und dann hat Mensch euch das Blaue vom Himmel herunter versprochen und ihr habt wie wildes Vieh eure beschissenen Kreuzchen gemacht. Was habt ihr euch erhofft? Was erhofft ihr euch jetzt? Lasst ihr euch wirklich immer wieder dazu verleiten, eure Leben gierig, unsozial, skrupellosen Menschen anzuvertrauen? Sie sind nur Marionetten des Kapitals. Ihnen solltet ihr kein Vertrauen schenken. Ja, das sagst du so einfach. Ich werde diesmal die Grünen wählen. Die versprechen uns saubere Luft und endlich wieder grüne Flächen. Und ich die Blauen, damit mir nicht noch mehr Sozialschmarotzer meine Rente wegfressen. Warum nicht die Gelben? Vielleicht muss ich dann weniger Steuern bezahlen für meine Firma. Also, wenn ich schon wählen dürfte, wüsste ich echt nicht, wem ich vertrauen sollte. Naja, eigentlich sollten wir uns ja selber um unsere Angelegenheiten kümmern, ohne auch... Ja, das sieht man es mal wieder. Die Jugend von heute, keine Ahnung von Politik, aber schon groß daherreden, ne? Ich werde die wählen, die euch das Wählen verbieten, ha? Hey, junger Mensch, was du sagst, ist gar nicht so verkehrt. Ich war selber jahrelang ganz oben, ja, ich träumte von sozialen Reformen. Doch als mich das Volk dann in das große Gremium wählte, da veränderte sich schlagartig meine Meinung zu dieser sogenannten Demokratie. Tja, beeinflusst von reichen, mächtigen Menschen, wurden meine revolutionären Ansätze sofort im Keim erstickt. Und sollte ich nicht im Gleichschritt laufen, dann wäre es für mich gelaufen. Tja, ich haderte, ich stellte unangenehme Fragen und versuchte, meine Kolleginnen zu überzeugen. Doch nichts veränderte sich. Da warf ich hin und beschloss, das Mühlein in Wurzeln zu packen. Ja, ich ging nach ganz unten zu den armen Arbeitslosen.
Arbeitslosen, den sogenannten Gescheiten. Und jetzt stehe ich hier bei euch. Was soll das, ihr Schwafel? Ha? Wer bist du? Für wen bist du eigentlich hier? Und wer bezahlt dich für diese Geschichte? Ich bin arm, seit ich denken kann. Und bei mir ist doch niemand wie du aufgetaucht. Wie? Ist übel an den Wurzeln am Packen? Ohne Partei und Lobby geht da gar nichts. Du Träumerin! Eine Spinnerin! Geh uns aus dem Weg, wir haben ein wichtiges Kreuz zu machen. Wir entscheiden hier nicht, Ingerle. Gesetzlose von unten. Na, was vermisst uns hier unsere Wahl? Gründe doch eine Partei für deine Ideen. Da können wir uns das beim nächsten Mal überlegen. Aber jetzt ist es zu spät. Bald wird gewählt. Lass dich nicht unterkriegen. Wie war nochmal dein Name? Ich heiße Zora, aber mein Name, der ist vollkommen egal. Viel wichtiger ist unsere Mission. Ja, wir haben uns eine Insel der Gerechtigkeit geschaffen. Weiter im Süden, wir leben dort alle solidarisch miteinander. Vier Dörfer, selbstverwaltet. Seht es als eine Art Mission der Graswurzelrevolution, in der ich durch die Länder ziehe, um euch von unserem Leben zu berichten. Im Spatzennest, ja, da leben wir alle lieb und zufrieden miteinander. Ich habe schon mal gehört vom Spatzennest. Aber das sind doch Märchen. So einen Ort wird es niemals geben. Das lassen die gar nicht zu. Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein. Ich weiß nicht so recht, Zora, ob das vielleicht nur in deinem Kopf stattfindet. Die Menschheit ist doch viel zu egoistisch, materiell und ignorant unterwegs, als das, was du jetzt selbst funktionieren könnte. Okay, darf ich euch bitte ein Beispiel geben für gelebte Solidarität? Ja, das den Anfang schaffen kann für eine basisdemokratische Gesellschaft. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Leg mal los, du Piste. Ja. Hier, bitte du, ich möchte dich bitten, diesen Menschen einen Platz zum Schlafen zu geben. Deine Hütte ist groß genug und sie hat keine Bleibe. Ja, ich könnte ja tatsächlich helfen, aber meine Hütte hat ein kaputtes Dach und dazu bräuchte ich einen Handwerker und den kann ich mir leider nicht leisten. Ja, hier, hallo? Ja, tatsächlich könnte ich danach reparieren nur. Wenn du kein Geld hast, kann ich auch nicht satt werden. Ja, zu essen kann ich leider nur anbieten, was mein kärntlicher Garten abwirft. Nur Kartoffeln und Kohl. Da könnte ich vielleicht aushelfen. Jahrelanges Leben auf der Straße, da weiß ich, wo es die guten Sachen gibt. Viele Leute schmeißen Überproduktionen weg, während Menschen wie ich einfach hungern müssen. Aber ich weiß, wie wir an die weggesperrten Abfälle rankommen. Da können wir uns locker ein 3-Gänge-Menü zaubern für jeden Tag. So viel Essen gibt es da. Aber ist es nicht etwas riskant? Ich meine, die Abfallstationen, die werden ja teilweise überwacht, damit da nichts wegkommt. Und da gibt es saftige Strafen. Wenn sie sich da erwischen oder teilweise wirst du einfach verknackter. Lass mich nur machen, was hab ich noch zu verlieren, ne? Geld? Können Sie mir keins mehr abknöpfen. Okay, abgemacht. Du organisierst das Essen, ich koche für uns und du machst dafür mein Dach dicht. Ja, und du, alter Mann, ich wüsste auch, wie du zu eurem Dilemma beitragen könntest. Ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Kind, von mir kannst du was übers Leben lernen. Ich war als Händler in vielen Nationen dieser Welt unterwegs und habe viel gesehen. Ich kann dir Sprachen beibringen. Auch habe ich mich jahrelang mit den Verwaltungen und Behörden rumgeschlagen. Ich weiß mittlerweile, wie das läuft. Ja. Sehr gern, das wird mir mehr weiterhelfen als unser aktueller Stundenplan. Aber wo möchtest du unterrichten? Ich habe keinen Platz daheim. Ich wohne in einer 2-Menschen-Hütte zu sehr. Ja, okay, wenn wir schon dabei sind, kann ich euch anbieten, sobald das Dach repariert ist, im Dachboden eine kleine Schule einzurichten. Meine Kinder haben auch schon länger keinen richtigen Unterricht mehr besuchen können. Das würde sich anbieten. Wie wäre das? Ich bin zwar alt, aber bevor ich allein versaure, helfe ich euch gern. Ich meine, die haben jetzt auch vollkommen vergessen, wofür sie hier waren. Ich werde mal gucken, weil ich glaube, ich kann denen noch helfen und die Sache ins Rollen bringen. Mach's gut. Das ist ja unerhört! Das muss ich melden! Hier Regierungssprecher 053, mache Meldung aus Buch Lengenfeld. Hier finden gerade systemfeindliche Aktionen statt. Ja, die sind einfach wieder gegangen. Ohne zu wählen, ja? In dem Glauben, selber was tun zu können. Verstehe. In einer Woche nochmal läuten. Okay. Das schafft ihr sowieso niemals! Eure Nachbarn werden euch beschimpfen! Linke Idioten werden sie euch heißen! Ihr werdet heulend in euren Hütten hocken und auf die erlösende Bekanntgabe des Wahlergebnisses warten! Wofür glaubt ihr eigentlich, werden Politiker gewählt? Dummes Volk!
man da noch ein Windrad hinbaut. Ja. BewohnerInnen von Burg Lengenfeld, es spricht zu euch ein Gesandter aller VolksvertreterInnen. Bitte behandeln Sie diesen mit dem nötigen Respekt. Hört, hört, BürgerInnen von Burg Lengenfeld. Heute ist es soweit. Und eure Stimmen werden erbeten. Ihr hattet lange genug Zeit, um euch zu überlegen, wen in das große Gremium entsenden wollt. Doch bedenkt, keine Stimme abzugeben oder diese gar unkenntlich zu machen, sorgt lediglich dafür, dass sich die Entscheidungen der anderen Bürger prozentual verschieben. Ich bitte nun um euer Kreuz. BewohnerInnen von Burg Lengenfeld, wir haben in den letzten Tagen, in der letzten Woche viele neue Erfahrungen machen dürfen. Wir haben unser komplettes Viertel mitsamt unserem Alltag und unserem Leben umgekrempelt. Ich hätte mir in meinem Alter nicht mehr träumen dürfen, dass ich etwas so Schönes noch erleben darf. Und ich will es nicht mehr missen. Ja, in so kurzer Zeit durften einige von uns so viel lernen und erleben. Vor allem, dass alles schneller und einfacher geht, wenn wir es selber regeln und umsetzen. Viele von euch erzählten mir von regelmäßigen Wahlen, die dann Menschen in Ämter bringen, die dann Regeln umsetzen. Für was, wenn wir es auch selber können? Reich wurde keiner von uns mit Geld. Reich ist unser Erfahrungsschatz am Miteinander, Solidarität und Konfliktlösung. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert? Alle sind wir satt und Türken geworden. Was braucht es mehr? Da habt ihr uns jahrelang das Blaue vom Himmel herab versprochen. Und wir haben einander die Schuld dafür gegeben, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Dabei seid ihr es, die die Schuld an allem Elend haben. Ihr vom Kapital getriebenen Politikerinnen. Und euch haben wir all die Jahre immer wieder vertraut. Ja, ich denke, die Erkenntnis ist vielen von euch gekommen. Auch habt ihr euch zu einer Abstimmung zusammenraufen können. Ich freue mich mit euch, wirklich. Das ist erst der Anfang. Teilt euer Wissen und eure Erfahrungen. Ja, denn wenn ihr stark zusammenhaltet, dann braucht ihr auch die nicht mehr. Dann wird es irgendwann keine Wahlgewinner mehr geben. Ja, und wir sind immer für euch da, wenn ihr uns braucht. Regierungssprecher, zeig uns doch deinen auch so tollen Wahlzettel. Liebe Menschen, wir haben uns entschieden, egal wo wir unser Kreuzchen setzen, es wird sich dadurch nichts ändern. Jeder von uns und von euch kann für sich versuchen, die am sozialsten scheinenden VertreterInnen zu wählen. Aber wir haben für uns entschieden, unseren neuen, solidarischen und basisdemokratischen Weg zu gehen. Wir brauchen keine VertreterInnen-Politik. Wir nehmen unser Leben selber in die Hand. Komm. Das schafft ihr niemals. Es gibt Mittel und Wege, um euch mundtot zu machen. Das sei euch versprochen. Schlacht gewinnen wir, schmeißt die Knarre weg, Polizisten, die rote Front.
Polizisten, die rote Front und die schwarze Front. Wie ist Gas?